TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Total der besten Sendung der Welt. Ach, was rede ich? Auf dem ganzen Planeten. Ja! Meine Damen und Herren, ich verstehe Ihre gute Laune. Heute ist Weltkindertag. Ja! Und alle, die hier sind, haben ihre Rotzlöffel schön abgegeben. Deshalb seid ihr so gut gelaunt. Liebe Kinder, alles Liebe, alles Gute. Und passend zum Weltkindertag kommt die absolute Sensation. Habemus Nationaltrainer. Habt ihr mitbekommen? Also anscheinend jedenfalls. Und zwar ist Julian Nagelsmann unser neuer Hansi Flick. Da ist er. Originalfoto von heute Morgen. Julian Nagelsmann. Sieht richtig gut aus, ne? Richtig gut. Der gute Gene hat der Mann, ne? Und das ist interessant, nach Berti, Rudi, Yogi und Hansi kommt jetzt Julian. Damit ist die lange Tradition der Wellensittichnamen beim DFB gebrochen. Ne? Juli geht ja nicht, hört sich kacke an. Der schöne Julian, der ist schon schön, ne? Der sieht schon, als würde er Werbung für so einen Schokoriegel machen, ne? Sieht so aus. Ja, wir nennen ihn intern mittlerweile den kindlichen Kaiser. Und als Taschengeld bekommt der Kleine satte 400.000 Euro im Monat. Woo! Da hat aber einer alles richtig gemacht, du. Mann, 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 Mann. Ja. Ich habe einen super Erziehungstipp für alle Eltern. Sollten Sie mal schlechte Nachrichten für Ihre Kleinen haben und unbedingt vom Inhalt ablenken wollen, buchen Sie sich Jens Riewer. Jens Riewer. Was der im Hamburg-Journal im NDR gezeigt hat, pures Gold. Die geplante Hafenautobahn A26 Ost wird etwa 500 Millionen Euro teurer als geplant. Nach einem Bericht des Bundesverkehrsministeriums wird die Strecke zwischen Heimfeld und Stillhorn vermutlich deutlich mehr als 2 Milliarden Euro kosten. Dennoch wollen Hamburgs Wirtschaftsbehörde... So geht Ablenkung, oder? Hat irgendeiner noch die Nachricht mitbekommen? Und was für ein Betrag ist dagegen? Keiner. Das muss ich mir merken. Super. Zwischendurch habe ich auch gedacht, vielleicht war es gar keine Ablenkung, sondern er war der langsamste und angezogenste Flitzer, den ich jemals gesehen habe. Aber nee, Jens Riewer, glaube ich nicht. Von Jens Riewer, kann ich noch mal, haben wir ein Foto von ihm, wie er da im... Er sieht ein bisschen aus wie Jabba the Hutt. Unten am Hals, ne? Jens Riewer hat 4 Doppelkinne. Das sind insgesamt ja dann 8 Kinds. Oder er ist ein Pelikan, das könnte auch sein. Ich frage mich halt nur, wo macht er seinen Krawattenknoten? Hier, 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 hier oder hier? Und sein Blick am Ende des Videos, ich weiß genau, was er gedacht hat, nämlich das hier. Wie lange habe ich meinen Job noch? So, aber man fragt sich ja immer wieder, was geht denn eigentlich so in diesen Moderatorinnen und Moderatorenköpfen so ab? Ne? Und das kann man sehr schön bei Drehscheibe im ZDF sehen. Ich sag mal so, es gibt Drogentrips, die hören sich vernünftiger an.
Und jetzt geht's hier um kleinere Wildtiere. In Berlin gibt es jetzt eine Waschbärberaterin. Und in meinem Kopf sitzt eine Waschbärberaterin an einem Schreibtisch und ihr gegenüber ein Waschbär. Oh, ich weiß nicht, was sie geraucht hat, aber das will ich auch. Und das möchte ich auch sehr, sehr gerne sehen, was die Frau da sieht. Vor allem, wie die da so sitzen. Ja, vor allem, wie die da so aussehen. Also haben die Menschen dann so Waschbärenkostüme an? Und wer ist der Bär? Wer ist der Bär? Das kann ich Ihnen sagen, wer der Bär ist. Spiele den Bär. Das ist der Bär. Wobei ja Ihre Aussage schon, sag ich jetzt mal, nicht die schlauste war. Jeder weiß ja, dass bei einer Waschbärberatung kein Waschbär an einem Schreibtisch sitzt. Die meisten Waschbären sind ja seit Corona gar nicht mehr im Büro, sondern im Homeoffice. Das muss man. Ja, der war so ein bisschen dumm. Ja.